Can you trust your conscience? Können Sie sich auf Ihr Gewissen verlassen? Denken Sie nach. Können Sie Ihrem Gewissen vertrauen? Wenn eine Situation oder Möglichkeit entweder moralisch, ethisch oder gesellschaftlich fragwürdig erscheint, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Gewissen Sie richtig führt? Can you trust your conscience to guide you to make the right decision? You hear people say, well, man hört Menschen sagen, folge deinem Gewissen. Aber das hängt von dem Zustand ihres Gewissens ab. Denn das Gewissen vieler Menschen ist abgestumpft oder sogar tot. Sie können so lange gegen Gott sündigen, bis ihr Gewissen schweigt. Das heißt nicht, dass Sie kein Gewissen mehr haben, aber es bedeutet, Sie haben die Stimme Ihres Gewissens so lange überhört, dass Sie sie gar nicht mehr hören können. Und jemand hat das Gewissen so beschrieben, die innere Stimme, die uns warnt, dass jemand zuschauen könnte. Gott hat uns allen ein Gewissen gegeben, und das Gewissen ist nicht dasselbe wie der Heilige Geist, die dritte Person des dreieinigen Gottes, der in jedem Christen lebt. Menschen, die nicht an Gott glauben, haben auch ein Gewissen. Das haben wir alle. Und die Frage ist, kann ich meinem Gewissen vertrauen? Wenn ich mich nach meinem Gewissen richte, werde ich das Richtige tun oder nicht? Schlagen Sie nun bitte den ersten Timotheusbrief auf. Paulus wendet sich hier an den jungen Timotheus. Er ist Pastor der Gemeinde in Ephesus, die gerade einige Schwierigkeiten hat. Und wir wollen mit dem 18. Vers im ersten Kapitel beginnen. Sehen Sie sich also 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 18 an. Paulus schreibt, Timotheus, dies ist mein Gebot für dich, wie es dem entspricht, was die Propheten über dich vorausgesagt haben. Ihre Voraussagen sollen dich stärken, den guten Kampf zu kämpfen. Halte dabei an deinem Glauben an Christus fest und bewahre dir immer ein reines Gewissen. Denn einige haben gegen ihr Gewissen gehandelt und deshalb in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Hymenäus und Alexander sind Beispiele dafür. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert, damit sie lernen, nicht länger Gott zu verachten. Paulus spricht hier von Menschen, die Schiffbruch erlitten haben. Und in der Tat, wenn wir ehrlich sind, kennen wir wohl alle Menschen, die Schiffbruch erlitten haben. Sie haben genug Geld und Anerkennung und alles, was sie wollen. Sie brauchen Gott nicht und denken, sie kommen allein zurecht. Das kann auch eine Zeit lang gut gehen. Aber früher oder später werden sie Schiffbruch erleiden. Und davor warnt Paulus hier Timotheus. Denken Sie darüber nach und überlegen Sie angesichts dieser Warnung, ganz gleich, wie lange Sie schon Christ sind, kann ich meinem Gewissen vertrauen? Wenn es um etwas Zweifelhaftes geht, kann ich mich darauf verlassen, dass mein Gewissen mich warnt? Und wie sieht diese Warnung aus? Sie spüren eine innere Zerrissenheit. Nicht Frieden, sondern Spannung, Unsicherheit, Fragen, Zweifel und vielleicht sogar Angst. Aber Gott hat uns das Gewissen zu unserem Schutz gegeben. Ob wir diesen Schutz annehmen und darauf hören, ist unsere Entscheidung. Das Gewissen ist nicht dasselbe wie der Heilige Geist, auch wenn dieser in jedem Glaubenden lebt. Sie sollten sich also fragen, vertraue ich wirklich meinem Gewissen? Achte ich auf mein Gewissen? Kann ich mich auf mein Gewissen verlassen? Und der Heilige Geist benutzt unser Gewissen. Wenn Sie etwas sehen oder hören oder Sie versucht sind, etwas zu tun oder einen Weg zu gehen, der nicht zu Ihrem Glauben passt und Sie Jesus Christus nachfolgen, dann können Sie sich nicht gedankenlos darauf einlassen. Durch Ihr Gewissen weist Gottes Geist Sie darauf hin, dass das nicht zu Ihnen passt. Es passt nicht zu Ihrem Glauben und zu Ihrer Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Es gibt eine Menge Menschen, die kein Gewissen haben.
Das heißt, Sie haben zwar eins, aber ich sage es mal so, es ist zum Schweigen gebracht. Wenn man Gott ungehorsam ist und sich immer wieder gegen ihn auflehnt, wird die laute Stimme des Gewissens immer leiser. Wenn sie Nein, Nein, Nein sagt, und es ist sehr gefährlich, wenn dieser Alarm nicht mehr zu hören ist, weil er durch Ungehorsam und Auflehnung zum Schweigen gebracht wurde. Und Paulus erinnert Timotheus daran, wie wichtig das ist. Und wir stimmen sicher alle zu, dass das Gewissen ein Geschenk Gottes an uns alle ist. Wir wollen das Gewissen so definieren: Es ist das menschliche Vermögen, die folgenden Aufgaben wahrzunehmen. Erstens, es unterscheidet zwischen dem, was moralisch richtig und falsch ist. Das Gewissen unterscheidet zwischen richtig und falsch. Zweitens, es drängt uns dazu, das Richtige zu tun. Das ist eine Aufgabe des Gewissens. Wir erkennen nicht nur, was falsch ist, wir werden gedrängt, das Richtige zu tun. Das haben Sie sicher erlebt. Sie sehen, hören oder tun etwas und Sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie sagen, mein Gewissen hat mich davon abgehalten. Ich konnte es einfach nicht tun. Drittens, es hält uns davon ab, das Falsche zu tun. Es ist wie ein Gurt, der uns zurückhält. Geh nicht dorthin. Das ist nicht der richtige Weg. Das Gewissen kann nicht nur sprechen, es kann schreien. Und je mehr Sie Jesus Christus hingegeben sind, desto lauter wird Ihr Gewissen sein. Jemand sagt, ich habe etwas Falsches getan, aber ich habe nichts gespürt. Und er prahlt über seine Gewissenlosigkeit. Dabei sollte er Todesangst haben. Wenn Ihr Gewissen so abgestumpft oder tot ist, dass es sich nicht mehr bemerkbar macht, wenn Sie auf dem falschen Weg sind, um eine schlechte Entscheidung zu treffen, haben Sie ein Problem. Das ist, wie wenn man durch die belebten Straßen einer Stadt fährt und die roten Ampeln ignoriert. Mir gefallen grüne und gelbe Lichter, aber rote Lichter ignoriere ich. Sie steuern auf eine Katastrophe zu. Und natürlich beurteilt unser Gewissen auch Handlungen, und zwar in unserer Seele. Das heißt, unser Gewissen sagt uns, das ist falsch. Es passt nicht zu dir. Es passt nicht zu der Person, die du sein willst. Es passt nicht zu Gottes Wort. Das Gewissen ist also ein entscheidender Teil unseres Lebens. Und jeder hat eins. Ganz gleich, welche Sprache Sie sprechen oder woher Sie kommen, Sie haben ein Gewissen. Und je nachdem, wie Sie damit umgehen, wird es entweder geschärft und damit sensibler, weil Sie gottgefällig leben wollen, oder Sie beginnen es zu ignorieren. Und nur Sie wissen, wie es um Ihr Gewissen steht. Aber es wurde uns als Schutz gegeben. Und wie schützt es uns? Ich habe mehrere Stichpunkte, die Sie sich notieren können. Erstens, es beurteilt unsere Seele. Es beurteilt andauernd Einstellung, Benehmen und Verhalten. Diese drei Bereiche sind betroffen: Einstellung, Benehmen und Verhalten. Zweitens, das Gewissen ist wie ein geistliches Radar. Es sendet Signale aus, wenn etwas in unserer Umgebung nicht stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir alle schon das unerklärliche Gefühl hatten, wir sollten heute vorsichtig sein. Dieses Gespür warnte, pass heute auf. Sie wussten nicht, warum oder woher dieses Gefühl kam. Das war Ihr Gewissen, durch das der Heilige Geist Sie rechtzeitig warnen wollte. Und ich denke an bewegende Zeiten in meinem Leben, wenn ich beim Beten am Morgen eine unerklärliche Unsicherheit spürte. Ich hatte den Eindruck, der Herr sagt, pass heute auf. Und tatsächlich, etwas kam auf mich zu. Und es war, wie wenn der Herr sagen würde, siehst du? Ich habe gesagt, pass auf. Sie haben also ein Gewissen, das Sie beschützt, wenn Sie darauf hören. Es ist wie ein Sicherheitsnetz, mit dem Gott Sie schützt. Wenn etwas auf dieses Netz trifft und aufgehalten wird, sagt Ihnen Ihr Gewissen, geh nicht dorthin.
Zum Beispiel, wenn Sie versucht wären, jemandem die Meinung zu sagen und ihn zu beschimpfen, würden Sie wissen, dass das nicht richtig ist. Oder jemand bietet Ihnen etwas an und Sie wissen, es passt nicht zu Ihnen als Nachfolger von Jesus. Vielleicht lädt jemand Sie ein, irgendwo mitzugehen, etwas anzusehen oder etwas anzuhören und Sie wissen genau, das wäre nicht richtig. Ihr Gewissen gibt Ihnen ein Zeichen, um Sie zu schützen. Sehen Sie, wenn Satan Sie in eine gewisse Richtung lockt, ist es sehr wichtig, dass Sie nicht den ersten Schritt gehen. Wenn Sie den ersten Schritt gehen, obwohl Ihr Gewissen Sie warnt, ignorieren Sie das Netz, das Sie schützen soll. Wenn eine Versuchung dieses aufgespannte Netz trifft, sendet es ein Signal. Entweder Sie achten darauf oder nicht. Sie können nicht Ihr Gewissen missachten und gleichzeitig Gottes Willen tun und von ihm gesegnet werden, denn damit widersetzen Sie sich Gottes Willen für Ihr Leben. Und unser Gewissen zeigt uns, was falsch ist. Es protestiert schreiend. Das ist nicht richtig. Das passt nicht zu dir. Und Gott hätte es wohl kaum deutlicher machen können. Er gibt uns den Heiligen Geist und versiegelt uns als seine Kinder. Er lebt in uns und spricht zu uns. Und er gibt uns ein Gewissen. Wir haben ein Gewissen, noch bevor wir den Heiligen Geist bekommen. Überlegen Sie, vor Ihrer Rettung hatten Sie schon ein Gewissen. Sie wussten schon damals, dass manches nicht richtig ist. Und jetzt lebt der Heilige Geist in Ihnen und ruft durch Ihr Gewissen, tu das nicht, geh nicht dorthin, sage das nicht, denke das nicht. Gott will Sie nicht davon abhalten, das Leben zu genießen. Er schützt Sie vor Unglück und schützt Sie vor Orten, die Ihnen schaden könnten. Das Gewissen ist etwas Wunderbares. Und überlegen Sie, Gott hat uns geschaffen, damit wir ein heiliges und gerechtes Leben führen. Aber das wollen wir oft nicht, denn wir ignorieren die innere Stimme, die Gott uns gegeben hat, damit wir mit Hilfe des Heiligen Geistes erkennen, was falsch ist. Sehen Sie, Sie werden manchmal ein ungutes Gefühl haben, ohne zu wissen, warum. Sie fragen, warum sollte ich dann zögern? Sie wissen vielleicht nicht, warum. Gott verspricht nicht, dass wir seine Warnungen immer verstehen. Aber vergessen Sie eins nicht. Gott warnt uns, von etwas fern zu bleiben, weil er uns liebt und sich um uns sorgt. Wissen Sie was? Das erinnert mich an das, was Eltern sagen. Sicher sagte auch meine Mutter, nein, Charles, das kannst du nicht machen. Warum? Weil ich es sage. Und ich war klug genug, es nicht zu tun. Aber gehorchte ich immer? Nein. Wurde ich bei Ungehorsam bestraft? Ja. Aber ich lernte schon früh, dass ich nicht immer verstand, warum meine Mutter Nein sagte. Aber später erkannte ich, dass sie recht hatte. Früher oder später entdecken Sie vielleicht, warum Gott Ihnen verbietet, etwas zu tun oder zu sagen oder irgendwo hinzugehen. Wir verstehen es nicht gleich, aber Gott bewahrt uns, weil er uns liebt. Überlegen Sie, wir leben heute in einer Welt, die sich immer weiter von Gott entfernt. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern erklären, es geht nicht darum, was ich sage oder was du sagst, es geht darum, was Gott sagt. Und das steht ganz klar in seinem Wort. Und darum sollten wir unseren Kindern von Anfang an beibringen, dass die Bibel unsere Autorität ist. Sie stimmt immer. Sie hat die richtige Antwort in jeder Situation. Unser Gewissen warnt uns also manchmal, dass wir aufpassen müssen. Und die Bibel nennt verschiedene Arten des Gewissens. Ich werde nur einige aufzählen. Die Bibel spricht von einem reinen Gewissen zum Beispiel in diesem 19. Vers. Bewahre dir immer ein reines Gewissen, also ein reines Gewissen.
Und die Bibel spricht im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 8, von einem schwachen Gewissen. Und wahrscheinlich hatten wir alle schon Gewissenskämpfe, ausgelöst durch unsere Gefühle, einem Erlebnis oder einer Versuchung. Ein schwaches Gewissen. Und im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 15, spricht Paulus von einem beschmutzten Gewissen. Sie tun etwas, obwohl sie wissen, dass es nicht richtig ist, und dabei beschmutzen sie ihr Gewissen. Es wird dreckig. Heißt das, Gott vergibt ihnen nicht? Nein, er vergibt ihnen. Aber ich kann ihnen sagen, solange dieser Schmutz bleibt, haben sie keinen Frieden. Es gibt also ein beschmutztes Gewissen. Und am schlimmsten ist das, wovon Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2 spricht, ein gebrandmarktes Gewissen. Das ist, wie wenn man ein Stück Wachspapier nimmt und ein heißes Eisen drauflegt, bis alles verschwindet. Wenn ein Gewissen gebrandmarkt ist, spricht es nicht mehr, es ist tot. Sie können tun, was Sie wollen. Kommen Sie damit durch? Nein. Und darum sagen Menschen, die ein unmoralisches Leben führen, was ist daran verkehrt? Ich sage Ihnen etwas. Sie haben Ihr Gewissen gebrandmarkt, indem Sie Gott immer wieder ungehorsam waren, bis Ihr Gewissen keine Stimme mehr hatte. Ihr Gewissen ist gebrandmarkt und tot. Schlagen Sie nun bitte den Römerbrief auf, Kapitel 1. Und gleich am Anfang seines Briefes an die Römer geht Paulus auf diese Frage ein. Er schreibt in diesem ersten Kapitel: Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Und immer wieder heißt es, Gott überließ sie. Was bedeutet das? Paulus sagt, wenn du unbedingt Gott ungehorsam sein willst, dein Gewissen ignorierst und einfach tust, was du willst, ohne auf Gott zu achten, überlässt Gott dich deinen Wünschen. Und darum leben manche Menschen so, wie sie leben. Aus unserer Sicht scheinen sie glücklich zu sein, und Leute sagen mir, sieh dir diese Menschen an, scheinbar geht es ihnen gut. Aber es sieht nur so aus. Sie können nicht in ihre Herzen sehen. Sie wissen nicht, wie sie sich fühlen, wenn sie im Bett liegen. Sie wissen nicht, wie unglücklich sie tatsächlich sind. Was sie sehen, ist eine Fassade. Bei mir läuft alles gut, Gott und Jesus und die Bibel, das braucht man alles nicht. Solche Menschen erliegen ihrem Ungehorsam und ihr Gewissen ist gebrandmarkt. Es ist tragisch. Denken wir darüber nach, wann können Sie sich auf Ihr Gewissen verlassen? Ich habe dazu mehrere Aussagen. Sie können sich auf Ihr Gewissen verlassen, wenn Gottes Wort die Grundlage Ihres Verhaltens ist. Das bedeutet, ich richte mich nach den 10 Geboten und auch nach dem Neuen Testament. Sie können sich auf Ihr Gewissen verlassen, wenn Sie das beschlossen haben. Zweitens, Sie schärfen Ihr Gewissen mit der Wahrheit der Bibel. Wenn Sie jede Woche zuhören, was geschieht, Sie werden durch Gottes Wort verändert. Sie fragen, manipulieren Sie mich? Nein. Der Geist Gottes legt Gottes Wort in Ihr Herz hinein und öffnet Ihren Verstand, damit Sie verstehen, wie Gott denkt und wirkt und das Leben von Menschen verändert. Drittens, Sie können sich auf Ihr Gewissen verlassen, wenn Sie das starke Verlangen haben, Gott zu gehorchen. Herr, ich vertraue dir, egal was, ich vertraue dir. Und viertens, wenn Sie beim Treffen von Entscheidungen beten, Sie können Ihrem Gewissen vertrauen, wenn Sie bei unklaren Entscheidungen beten, dass Gott Ihnen den richtigen Weg zeigt. Dann werden Sie ein reines und ein hellhöriges Gewissen haben, ein Gewissen, dem Sie vertrauen können.
Und außerdem, wenn Ihr Gewissen sofort Alarm schlägt, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, etwas Falsches zu tun, wenn Ihr Gewissen im Einklang ist mit Gottes Wort und mit seinem Willen für Ihr Leben, müssen Sie nicht den ganzen Tag auf ein Zeichen warten, denn Sie sind geschützt. Und sobald Sie etwas Falsches tun wollen, spüren Sie, das ist nicht richtig. Sagen wir, Sie gehen morgen früh zur Arbeit und dort sagt jemand, ich muss dir einen Witz erzählen, der ist zwar ein bisschen unanständig, aber du verstehst das schon, mach dir nichts draus. Was würden Sie tun? Ich frage Sie, was würde Ihr Gewissen sagen, wenn jemand Ihnen oder einer Gruppe von 4 oder 5 Leuten sagt, ich muss euch einen Witz erzählen, aber es ist ein Herrenwitz und ein bisschen obszön? Was tun Sie? Wenn Sie sich auf Ihr Gewissen verlassen können, müssen Sie nicht lange nachdenken. Sie sagen vielleicht, weißt du was, wenn es so ein Witz ist, passt das nicht zu mir. Aber trotzdem danke. Oder Sie können sagen, wenn Sie den Mut dazu haben, du solltest dich schämen, so etwas zu erzählen. Das sollten Sie sagen, du solltest dich schämen. Du willst mir einen Witz erzählen und du sagst mir jetzt schon, er ist obszön? Und ich sage Ihnen, wenn Sie diesem Menschen deutlich Ihre Meinung sagen, wird er, wenn er das nächste Mal einen solchen Witz hat, zu einem anderen gehen, nicht zu Ihnen. Wissen Sie warum? Weil Sie Ihren Standpunkt klargemacht haben. Und noch etwas, wenn er ins Bett geht, wird er vielleicht an Ihre Worte denken und er wird nicht vergessen, dass Sie kein Interesse hatten. Er ist vielleicht ein besonders böser Mensch, aber das wird er nicht vergessen. Denn er spürte diese Spannung und sein Gewissen meldete sich, weil Sie gerecht und gottgefällig sind und Sie nach Gottes Willen leben wollen, und darum stand er plötzlich an der Wand. Und zwischen seinem Gewissen und Ihrem gab es sofort einen Zwiespalt. Wir müssen selbstbewusst sein und aufhören, es jedem recht machen zu wollen und unsere Überzeugungen den anderen anzupassen. Das sollten wir nicht. Und außerdem können Sie Ihrem Gewissen vertrauen, wenn Sie sich sofort schuldig fühlen, wenn Sie ungehorsam sind. Sofort. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott uns ein Gewissen geben würde, das erst nach einer Weile reagiert. Mit anderen Worten, Ihr Gewissen achtet aufmerksam auf alles, was um Sie herum geschieht. Und darum gibt es keine Verzögerung. Sie ignorieren es vielleicht zuerst, aber Ihr Gewissen ist da, um Sie zu beschützen. Vor dem, was Sie oder Ihre Lieben oder einen anderen zerstören oder aufhalten könnte. Wenn Sie Jesus noch nicht als Retter angenommen haben, aber Ihr Gewissen Sie stört, ist es noch am Leben. Und Gottes Geist wird Ihnen nicht nur Ihre Sünde zeigen, sondern auch, dass Gott Sie liebt und Ihnen vergeben will und Ihnen ein ganz neues Leben geben möchte. Die Bibel nennt das Neugeburt. Und darum sage ich Ihnen heute, gehen Sie bitte nicht, ohne sich zuerst Gedanken zu machen über Ihre Beziehung zu Gott. Und ich hoffe, Sie sind klug genug, das zu tun. Amen. Vater, wir danken Dir, dass Dein kostbares Wort so klar ist. Wir bitten Dich heute, dass Du uns heiligst. Lasse Deine Heiligkeit in unserem Leben herrschen, sodass wir ohne Zweifel wissen, ob etwas richtig oder falsch ist, ob es zu uns passt und ob es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Wir wollen deinem Heiligen Geist folgen, der in uns lebt und uns immer alles deutlich zeigt. Und ich bete für denjenigen, der Jesus noch nicht als Retter angenommen hat und sich manchmal fragt, warum es ihm schlecht geht. Wahrscheinlich war ihm nicht klar, dass sein Gewissen von dir kommt. Ich bete, dass du zu seinem Herzen sprichst. In Jesu Namen. Amen.
Dieses Programm haben unsere Kollegen von InTouch Ministries für Sie vorbereitet und ERF Medien hat die deutschsprachige Version produziert. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben können, rufen Sie uns gerne an unter 06441 957 1414 oder mailen Sie an service@erf.de. In Touch mit Dr. Charles Stanley wurde ermöglicht durch die Gnade Gottes und die Treue unserer Missionsfreunde in aller Welt.